wir für euch den We Heart Spring Tag, aber wie wir draußen auch sehen, schneit es gerade. Sehr, sehr schlecht. Wir haben den 25. März und es schneit noch und wir versuchen uns trotzdem mal vorzustellen, dass es der Frühling, also dass der Frühling da ist und deswegen haben wir uns auch frühlingshaft angezogen, damit auch ihr das Gefühl vom Frühling bekommt und wir werden auch zu dem standardmäßigen Springtag ein paar eigene Fragen dazu. Und bevor wir mit dem Video anfangen, haben wir noch eine Frage an euch und zwar, was sind eure Frühlings-Must-Haves? Das würde ich gerne von euch. Schreibt sie einfach in den Kommentaren, es interessiert uns sehr. Ja, auf jeden Fall. Aber gut, dann fangen wir mit der ersten Frage an. Erstens, was ist dein Lieblings-Frühlings-Nagellack? Möchtest du anfangen? Ja. Mein Lieblings-Frühlings-Nagellack ist der Kiko-Nagellack in der Farbe 311 und den trage ich hier auf meinen Nägeln. Das ist so ein schönes Pink mit ganz, ganz viel Schimmer. Und das ist so mein Frühlingsnagellack, den ich über alles liebe. Und ich? Ja, ich soll nicht passieren. Und mein Lieblingsnagellack ist sehr überraschend. Der Essence Color and Go. Und noch, wartet mal, hier, ich habe die Farbe vergessen. Ich trage die gerade auf meinen Nägeln. Das ist hier einmal dieses Grün, das heißt, wie heißt dieses Grün? Das hat keine Nummer. Nö, das hat keine Nummer. Ne, gar keine Nummer, komisch. Es ist einfach nur ein Grün, so ein knalliges Grün. In der Kombination mit diesem Flieder von OPI, Lucky Lucky Lavender. Die zwei zusammen, finde ich, sehen sehr, sehr frühlingshaft aus. Und es ist wirklich so ein Hingucker. Und ich habe bis jetzt wirklich immer nur Komplimente zu meinen Nägeln bekommen und der Farbauswahl und Farbkombi. Und deswegen sind das meine zwei Lieblings-Frühlings-Nagellacke. Welche ist eure Must-Have-Lippenstiftfarbe in diesem Frühling? Du fangst jetzt an. Meine ist definitiv pinklich, so ein bisschen mehr pink, rosa und auch peach, koralle, etwas mehr ins knallige. Also ich mag es dieses Jahr wirklich hellere Lippen zu tragen. Ich habe im Winter zu dunklen Lippenstifte getragen. Und hier habe ich auch mal zum Beispiel einen, und zwar ist es der von MAC. Oh Gott, wie heißt es nochmal? Das ist der Girl Next Door von der, Archie's Collection, genau, Archie Girls, Betty. Schönes rosa. Und dazu der Lipgloss passend, der auch in so einem Rosa. Und dann noch einer von Bobbi Brown. Der heißt Bikini Pink in der Nummer 8. Der ist etwas, naja, so ähnlich auch nicht, aber der ist etwas ins Korallenfarben übergehen. Nee, nein, der geht ins Korallfarben übergehen. Genau, ich kann manchmal kein Deutsch mehr, wenn die Kamera angeht. Ich weiß auch nicht. Ja, hier so ein schönes, mehr ins Korall gehende. So, rosa. Ja. Mein Lieblings-Lippenstift für den Frühling ist 301 Dating Coral von L'Oreal. Und zwar ist es halt, wie der Name schon sagt, so ein schöner Korallton. Und der hat sehr viel Schein und ist etwas, ja, nicht so... Und das Dating Coral ist eine sehr, sehr leichte Farbe, die sich gut aufbauen lässt. Und das ist mein Lieblingston. Den trage ich hier auch auf den Lippen. Frage Nummer 3. Zeig uns dein Lieblingsfrühlingskleid. Schaut raus, dann wisst ihr ganz genau, wieso ich kein Lieblingsfrühlingskleid habe momentan. Diese Frage heben wir uns für den Sommer, glaube ich, eher auf, weil draußen laufe ich noch mit meinen Winterboots rum. Also von dem her kann diese Frage leider wegbleiben. Frage Nummer 4. Genau. Was ist deine Lieblingsfrühjahrsblume? Kannst du anfangen? Meine Lieblingsfrühjahrsblume Rosa-Rosen. Rosa ist meine Lieblingsrosa-Rosen. Rosafarbene Rosen. Oh Gott, und meine sind auf jeden Fall Orchideen. Rosen in Weiß kombiniert mit so Rosa-Rosen. Ich liebe dieses Pastell. Und dann auch noch Lavendel. Und ja, diese Frühjahrsfarben, einfach diese knackigen Farben, die in den Blumen vorkommen. Dann habe ich die Farbe, die Farbe Nummer 5, die Lieblingskette oder Lieblingsschal für den Frühling? Ich trage leider keine Schals. Ich habe viele Schals zu Hause, aber ich trage im Frühling einfach keine Schals. Ketten kann ich jetzt nicht so sagen, einfach schöne Statement-Ketten mit einem coolen Shirt. Ich muss sie euch zeigen. Oh, wow. Ich habe noch andere, ganz viele, aber... Meine ist diese Kette momentan. Ich habe die mir von Forever 21 bestellt gehabt. Die war reduziert, kam innerhalb von 3 Tagen an. Ja, das ist so meine Lieblingskette momentan, weil die so eine schöne Statement-Kette ist. Dadurch, dass sie noch diese feineren Kettchen hat, wirkt das nicht so
zu gangstermäßig, sagen wir es mal so. Deswegen hat es noch was Feines an sich und natürlich Statement-Ketten mit verschiedenen großen Steinen drauf in verschiedenen Farben. Und ich habe da zu viel, als dass ich sie euch jetzt alle zeige, aber wenn es um die eine geht, dann ist es die hier, die ich momentan sehr, sehr gerne trage. Meine Stimme gibt nach. Dann kommt die nächste Frage. Über welchen Frühjahrstrend freust du dich dieses Jahr besonders? Beauty und Fashion bezogen. Also, ich würde sagen, Pastelltöne, wie letztes Jahr eigentlich auch. Also, ja. Wie man sieht, die Trends wiederholen sich auch immer wieder mal gerne. Aber meine Mama zumindest, als sie vorhin dieses Shirt gesehen hat an mir, das so ein Cutout hat, was ich sehr, sehr liebe, hat gesagt, das ist so 80s. Ich weiß noch, als ich das damals getragen habe in meinen jüngeren Jahren und so weiter und so fort. Also, sehr 80er farblastig, sagen wir es mal so. Mehr Knall, Pastell und was mir auch sehr gefällt, sind die ganzen Prints. Also, dieser Mix an Prints, das gefällt mir, also fashionbezogen. Oh Gott, was sind meine Lieblingstrends? Ich glaube, dieser Schwarz-Weiß-Trend, der gerade überall in Läden zu finden ist, Zara, Mango etc., die haben gerade überall so Streifen Schwarz-Weiß und ich mag so dieses, weiß nicht, diese Schwarz-Weiß-Farben, auch die asymmetrischen Schnitte, die irgendwie wieder da sind. Das war auch letztes Jahr der Fall und das sind so meine Frühlingstrends, die ich so überall liebe. Ja, und Make-up bezogen. Ach so, stimmt ja, da war ja noch. Ich trage sehr gerne knallige Farben momentan, einfach dieses... Ja, diese volle Farbe einfach, dieses Rosa hier. Und wenn es jetzt um Beauty geht, Gott, oh Gott, ich würde sagen, ich gehe einfach mal zu meinem Lieblingslidschatten, den ich momentan trage. Also das ist so ein schönes, knalliges Pink mit so einem schönen Schimmer. Und dazu kann ich auch gerne ein Tutorial drehen, wenn ihr das gerne möchtet, weil viele angefragt haben auf Instagram. Und auf jeden Fall so Knallfarben, das liebe ich momentan zu tragen. Ich weiß nicht, einfach nur eine Farbe, sie schön verblenden und gut ist und dadurch wirken eure Augen immer so schön strahlend und vor allem bei dem Wetter muss man ja ein bisschen Farbe in sein Leben bringen. Also Beauty bezogen halt einfach Knallfarben, mehr Mut zu Farben. Also man kann es auch gerne mal im Alltag tragen, weil viele fragen mich, trägst du sowas auch zum Alltag? Ja. Da ich ja auch Make-up-Artist bin, versuche ich einfach verschiedene Looks und da trage ich auch gerne tagsüber ein bisschen mehr. Ja. Dein? Meine Lieblingstrends Make-up sind zum Beispiel die ganzen Eyeliner, diese Kajalstifte in den verschiedensten Knallfarben, Türkis, Lila, ich sag Lila. Lila? Lila? Egal. Lila und was ich auch sehr, sehr liebe, sind die ganzen Knall-Rouge, die ich habe. Also ich habe von Ila Maske eins, das habe ich jetzt nur nicht da, ist von Lover und so ein Aprikose-Knallton oder richtig, richtig pinke Blushtöne. So. Ja, stimmt, so schöne frische Töne auf dem Bäckchen, das macht nochmal den Teint schöner. Haha, Lieblings-Bodyspray oder Parfüm für den Frühling? Aha. Also mein Lieblings, fangen wir mit dem an. Das ist Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Das ist nicht nur Frühling, das ist bei mir Victoria's Secret Angel. Das ist so eine kleine Reisegröße, die ich hier habe. Das ist mein Lieblingsparfüm und hoffentlich kann ich den gut aussprechen. Lanvin Couture. Das ist so ein ganz, ganz schöner, beerenhafter, frühlingshafter Duft. Und ihr seht es auch an der Flasche, ich habe die Flasche fast schon leer und ich trage den jeden Tag drauf, um mich in Stimmung. Und was meiner ist, neben dem Lanvin, ist der hier von Gucci, Guilty Black für Women. Ist etwas intensiver, aber da gehe ich einfach durch die Sprühwolke durch. Das gibt euch einfach so einen ganz leichten Duft, einen Frühlingsduft, der ist sehr blumig und man riecht ihn nur ganz, ganz leicht. Deswegen, wenn man an Leuten vorbeigeht, dann riecht man dieses, dann hat man dieses, irgendwas riecht hier so schön. Das ist dieser Effekt dabei. Und gut. Die nächste Frage. Sollen wir mal eigene Fragen meinen? Ja, was ist dein Lieblingsgetränk im Frühling? Ja, mein Lieblingsgetränk. Oh. Mein Lieblingsgetränk im Frühling. Momentan, wenn ich ehrlich bin, ich habe unten in meiner Garage eine riesen Kiste Cola und vor allem in Glasflaschen, halbe Liter Flaschen. Also ich bin, wenn ich ehrlich bin, davon überzeugt, dass die Cola ganz anders in einer Glasflasche schmeckt als in einer Plastikflasche oder in einer Dose. Ich liebe es, wenn sie eisgekühlt ist mit Zitrone. Ich weiß nicht, die Kiste ist schon leer, die nächste kommt, also 16 Flaschen sind drin und jedes Mal, wenn ich von der Garage komme, hole ich immer 2 Flaschen mit. Also das ist momentan mein Lieblingsgetränk. Also ich trinke so gerne momentan Grüntee mit Zitrone. Immer die ganze Zeit. Ja? Ja. Wie sieht der Frühling aus in der Gegend, wo du lebst? Ja, wie sieht er aus? Schrecklich. Also, wenn ich Bilder anschaue aus den USA, wie die Menschen da in ihrer Sonne brutzeln und braun gebrannt werden, also da werde ich einfach nur noch traurig, wenn ich hier rausschaue. Es schneit. Es ist ein Schneesturm da draußen. Als ich heute Morgen aufgewacht bin, war ich einfach nur baff. Also ich habe es echt nicht geglaubt. Es schneit. Es tut mir leid. Es schneit. Wir haben fast April. Gut. Und noch eine Frage von uns?
Ja, hast du einen? Ja, aber ich kenne die Antwort selber noch nicht drauf. Ich weiß nicht, ob du intelligent wärst. Was ist dein Lieblingsfrühlingslied oder das Lied, was du mit Frühling so Stimmung in Verbindung bringst? Mein, oh Gott, Frühling. Deswegen sag ich ja, ich weiß. Mein Lieblingsfrühlingssong. Gott, oh Gott, das Problem bei mir ist, ich habe eine Sängerin, die ich sehr liebe und bei die ich über das gesamte Jahr höre. Und ich weiß nicht, zum Frühling liebe ich es gerne, höre ich sehr gerne Irreplaceable von Beyoncé, weil das war damals so zu dieser Zeit und es erinnert mich an die Schulzeit und an die schönen Tage, also ich verbinde das mit so positiven Dingen, Ereignissen in meinem Leben und ich weiß nicht, Irreplaceable ist you must not know me, da kann man so ganz laut mitsingen und so Gitarre und alles, das ist so mein Lieblingssong, auch wenn er steinalt ist, ich weiß. Ja, mein Lieblingssong, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, weil das ist echt oldschool, aber von Mario. Okay. You should let me love you. You should let me. Aber egal, ich liebe dieses Lied. Das verbinde ich mit Frühling und Sommer. Das haben wir damals gegrölt, die ganze Zeit. Echt? Ja, das kam schon zur Sommerzeit raus, gell? Obwohl es eigentlich so ein Herzschmerz-Wintersong ist. Eigentlich. Ist es ein Herzschmerz? Also in meinen Augen, ich interpretiere es, jeder hat so seine Interpretation. Echt? Ja, ich finde, das ist wie er so tanzt. So. Yeah. Ich finde es so schön. Auf jeden Fall, ja gut. Das hat jeder hat so seinen Geschmack. Ja. Nummer 9, oder kein, nein, ist bestimmt nicht Nummer 9. Irgendeine Nummer ist das jetzt. Bist du ein Frühjahrsputzer? Ja. Mama hat es uns so beigebracht, jeden Frühling, wenn die Sonne scheint, kann ich mich erinnern, ist jetzt das Fenster gekippt und alles liegt auf dem Kopf und oh ja. Dass man alles schön blank geschrubbt. Ja, das stimmt schon. Also zum Frühling, da will man wirklich wieder ein bisschen mehr umdekorieren auch ein bisschen. Ja, also neue Bettwäsche. Ja, ganz helle Bettwäsche und so weiter und so fort. Dann noch eine Frage von uns. Was ist dein Lieblingsgericht im Frühling? Ich würde sagen, oder willst du anfangen? Bei mir ist es Tabouleh mit ganz viel Minze, ganz viel Petersilie, ganz viel Zitrone, frischen Gurken, frischen Tomaten und... Tabouleh, Couscous, so lecker. Ich weiß nicht, das ist halt so ein zitroniger, minziger und petersiliger. Das war jetzt kein deutscher Wort. Aber Mama macht halt immer ganz viel Tabouleh, weil ich meine, in Tunesien... Isst man immer Couscous? Ja, immer Couscous und in verschiedensten Variationen. Und Tabouleh ist auch so der Frühling. Also es ist so leicht. Ja, Mama macht immer so eine riesen Schüssel. Also ich meine wirklich mit riesen, ja. Und dann über den Tag, manchmal kochen wir auch gar nicht tagsüber, sondern man bedient sich einfach davon und dabei... Ich liebe das, wenn ich so ein gegrilltes Gammelsein mache oder so. Tünchen. Ja, genau sowas. Was ich auch sehr gerne liebe, ist ein bisschen... Harissa, sagt man, also Harissa ist so eine scharfe Paste bei uns. Chili-Paste und dann auch noch Thunfisch. Das gibt dem so dieses arabischere, so dieses Leckere. Und das liebe ich sehr. Und oh, das ist mein Handy. Oder mein Dings, das war dein Parfüm. Egal, mein Parfüm war das. Mein Lieblingsgericht ist definitiv Sushi und halt Tabouleh auch. Salate, verschiedene Salate. Thunfischsalat liebe ich. Dann, ja wie gesagt, Sushi mit ganz, ganz, ganz viel Ingwer. Also nicht nur eine kleine Portion, sondern sehr viel Ingwer. Das schmeckt so lecker. Ach, ich liebe das. Dann die letzte Frage, würde ich sagen. Eure Pläne für die Frühlingsferien oder die kommenden Ferien? Also Frühlingsferien sind ja, glaube ich, gerade jetzt. Ich glaube, seitdem wir aus der Schule sind, kriegt man das auch nicht mehr so wirklich mit, wann Frühlingsferien, Osterferien und so weiter sind. Ich habe eigentlich das Jahr in Dubai. Ja, doch, was wir machen wollten. Wir wollten doch einen Kurztrip machen. Ja, wir wollten einen Kurztrip machen. Stimmt. Kurztrip. Nach London, oder? Ja, nach London. Da gibt es ja Victoria's Secret und alles. Ich war noch nie in London, muss ich ehrlich sagen. Ich war auch noch nie in London, dabei ist es kurz um die Ecke. Ja, also nach London möchte ich sehr gerne auch demnächst. Ich hoffe nur, das Wetter ist da schön. Dann Pläne, ich weiß nicht, ich möchte wieder in die USA, ich möchte nach Dubai sehr gerne, weil Sammy total begeistert ist von Dubai. Ich bekomme jeden Tag SMS, es ist so schön hier. Also es erinnert ihn halt so auch an Tunesien, aber es ist halt ganz anders. Es hat so diesen LA-Touch, sagt er, deswegen ja, fühlt man sich da auch sehr wohl, weil wir es ja gewohnt waren, immer nach Tunesien zu fliegen. Gut, oh, ich habe echt wie... am Stück geredet und deswegen kann ich auch kein Deutsch mehr reden wegen meinen Videos. So, das war's dann auch mit dem Video und wir taggen euch alle.
Auf jeden Fall fühlt euch einfach willkommen, eure Videoantworten zu posten zum WeHeart oder iHeart Springtag oder Frühlingstag. Und wir werden auf jeden Fall noch die Gurus, bei denen wir es wirklich sehr, sehr gerne sehen möchten, also diesen Tag werden wir auf jeden Fall unten auflisten in weiteren Informationen. Und ansonsten schaut auf den nächsten Kanal vorbei. Und ansonsten würde ich sagen, das nächste Video ist schon im Kasten. Also, gut. Genau, geredet. Bis zum nächsten Mal. We love you. Nochmal, hallo, nochmal. Warum ist der Hallo? Warte mal. Hallo. Hallo. Und? Willkommen. Hallo. Wie möchtest du wohl das Schweinchen mit? Halt's Maul. Das hättest du es noch nie in deinem Leben gemacht. Nein, hab ich nie. Ach, das ist zu wenig Wasser, als dass ich rausschnauzen kann. Lippenstift. Und deine Zähne sind voller Lippenstift. Was machst du? Was macht die? Kein Wunder, dass meine Lippenstifte angeknabbert sind.